Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ja, Pyramid of Death. Wir haben gerade das Endgame fast fertig programmiert. Ich sage extra fast, denn wir müssen Folgendes noch tun. Und zwar slash gif at s to Totem of Undying Count 1. So, das will ich haben. Und das kopiere ich mich. Das kopiere ich mich. Hahaha. So. Ich füge mir das mal hier unten erstmal ein. Denn ich brauche noch diesen Execute-Teil. Und zwar muss ich Folgendes noch executen. Run. Ist das diese Inventory, ne? ID gleich. Dansort. Run. Ich will diesen Command hier klauen. So. Steuerung C. Der kommt nämlich hier hin und Steuerung V. Dann. Execute Asset A. Edit S. Edit S if. Send. Was? Nein! Send und if entity at s inventory gleich. Das können wir gleich etwas überarbeiten. Steuerung X. So, das kommt hinter den Run Command. Und wo ist hier die ID Totem of Undying? Denn das kopiere ich mir jetzt auch, denn hier, wo Diamond Sword drin steht, muss, wer hätte gedacht, Totem of Undying stehen. So. Jetzt müssen wir noch was anderes machen, und zwar, wie habe ich das andere GIF gemacht, das mit dem Diamond Sword. Wo ist das? Wo ist das? Total Kill Count. Diamond Sword Run GIF at S Diamond Sword. Hier ist das. Unless Entity with Send. Nein. Wo ist das? Wo ist die Jungle Button Bedingung? Jungle Button, da ist es. Sturm C. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welcher Command ist das? Sind. Das ist hier, das mit dem Sand, das kommt jetzt weg. Ich glaube, ich habe nur das da kopiert, oder? Habe ich dann eine komplette If-Bedingung kopiert? Nein, ich hatte Glück. Gut. Jungle Button. Das mit dem Geben dieses Knopfes. Moment. If Entity. Jungle Button. Okay, nein. Das ist. Wo ist das mit dem Geben dieses Knopfes? Run Summon.
hier ist das. Das ist doch eine Anlassbedingung, oder? Nee, das ist eine If-Bedingung. If score ist gleich mit s mappels run gif at s Minecraft Jungle Button. Okay, jetzt muss ich gucken, was habe ich hier geschrieben. If entity at s inventory. If at s totem of undying. Schon. Aber das müsste eigentlich. Eigentlich müsste das funktionieren. Ja, testen wir es mal aus. Ansonsten, wenn es zu viele dann sind, dann haben wir le Problem. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Reload, damit das überhaupt übernommen wird, dass wir das halt bekommen. Und ich bekomme kein Totem of Undying. Die können nicht raus und die können das sowieso nicht ausführen. Ich als Spieler kann das ausführen, was ich auszuführen bedenke. Und ich bekomme nur einen Jungle Button. Und ich bekomme nicht das Totem of Undying, weil mein Score nicht so ist, wie er sein soll. Das heißt, ich muss dieses ganze Ding hier mit dem Totem of Undying auch wieder woanders hinschieben. Und das mache ich, indem ich jetzt erstmal hier hingehe zu. Nein. Na komm. So, hier ist execute. So. Jene execute-Bedingung hätte ich ganz gerne. Danke. So, jetzt müssen wir nachschauen, wo das mit dem R ist. Fill R. GP. Das heißt, give it as. Ne, fill. Ja, noch bevor dem Fill. Noch vor dem Fill machen wir das. Wenn ich mich richtig erinnere. Run Fill mit R, mit R. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Steuerung S für Speichern. Reloaden wir das Ganze mal. Und schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier sind und nichts haben. Der Weg verrät gleich, wir sollen hier langlatschen. So, wir bekommen nichts. Dürfte ich den bitte mal killen gerade? Danke. Alle werden gekillt. Ich bekomme aber nur diesen Knopf. Und ich bekomme kein Totem of Undying. Warum bekomme ich das nicht? Weil ich weiß es nicht. Dann muss ich noch eine andere Bedingung einfügen. Und zwar die If-Score Bedingung. Das ist die hier. NBT Inventory. Hä? General, but if scores gleich. Run. Kill. Kopieren wir es einfach. Copy. So. Schauen wir mal, wo ich das jetzt eingefügt habe. Mit dem, das müsste hier über dem, hier sein. Ja, run give,
Okay. If-Block an dieser Stelle. Ein Jungle-Button. Das müssen wir entfernen. Das heißt, diese ganze vordere If-Bedingung ist für den R. Punkt, Punkt. Wenn ihr etwas ersetzt, seid immer vorsichtig. So. Jetzt haben wir hier execute as at a, add at s. If entity at s, nbt gleich inventory jungle button, dann. Und if score gleich 1, dann von mobkills. Ja, das ist richtig. Ja, das ist ein ellenlanger Command, wie ihr seht. Und Steuerung S. Das bedeutet, ich brauche einen guten alten Read to the Load. Und ich würde mal behaupten, auf ein neues. Ne? Aber zumindest funktioniert das schon mal mit dem Löschen von dem ganzen Zeug hier. Also, ich mache einen weiteren Bosskampf. Heute machen wir nur Bosskämpfe. Also, es werden alle getötet. Ich bekomme nichts. Wieso bekomme ich das nicht? Ich will ein Totem auf Anleihen haben. Warum bekomme ich das nicht? Es ist mir rätselhaft. Habe ich zu viele If-Bedingungen hier drin? Ich brauche mal kurz einen Command-Block. Komm mal her, Command-Block. So. Und ich brauche diesen ellenlangen Command hier von mich. Das ist der hier. Den kopiere ich mir jetzt einmal und den schmeiße ich einmal hier rein. Der ist an sich von dem Syntax her ganz richtig. Schauen wir mal, was hier falsch gelaufen ist. Also, folgendes. Execute as at a if entity at s inventory Minecraft Doppelpunkt Jungle Button. Das brauchen wir überhaupt nicht. Denn wir wollen das mit Scores machen. Das heißt, dieses if entity inventory, das muss weg. Stopp. So. If score at s, mobkills gleich 1, mobkills gleich at s, mobkills, if und if entity at s inventory. Ah, ich muss das. Da ist das Problem. Ich habe das zu einer if-Bedingung gemacht, das muss eine Anlassbedingung sein. Machen wir unless draus. Unless if Steuerung A, Steuerung C. Erstmal speichern wir das auch in dem Command-Block. Und dann machen wir einfach folgendes. Da wir diesen ganzen Command hier vorhin kopiert hatten, können wir jenen Command erstmal ersetzen, indem wir das tun. So. Dann drücken wir Steuerung S und schauen, was passiert. Und bevor wir das tun, machen wir erstmal einen guten alten Reload. Als nächstes gehen wir wieder in den Boss Room. Ich würde das ganz gerne fertig kriegen. Nicht einfach nur so, um es fertig zu kriegen, sondern wir wollen hier ja auch vorankommen. Also nochmal Bosskampf. Ich hitte. Ich kille und jetzt bekomme ich mein Totem of Undying. So, da ich das jetzt bekommen habe, um hier rauszukommen, gibt es keine Möglichkeit, außer zu sterben, was man nicht soll, weil man dann das Totem of Undying verliert, weil ich die Burn Metal nicht aktivieren möchte. Ergo machen wir folgendes und haben nur noch das Totem of Undying.
Ich bin auch am überlegen, ob ich dem Spieler Resistance einfach gebe. Aber das können wir ja in der nächsten Folge testen. Und dementsprechend würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.